uns nicht erschrecken lassen. Ich glaube, wir wissen schon, dass der HSV rausteilen kann. Ich glaube, das sind auch Tugenden, die einfach auch gefragt sind, die natürlich auch die Hamburger Fans sehen wollen. Und dementsprechend wissen wir auch das, was die Bremer Fans von uns sehen wollen und genauso auch, was wir von uns verlangen, dass wir dagegen halten und uns nicht erschrecken lassen, dass wir dort von der ersten Sekunde an hellwach sind, dass uns da ja auch gerade kein frühes Gegentor passiert, was manchmal auch schwierig sein kann in so einem Derby. Wir haben jetzt, glaube ich, psychologisch einen kleinen Vorteil, den nehmen wir mit und dementsprechend treten wir auch selbstbewusst auf und werden natürlich auch dagegen halten und versuchen auch ja, gewisse Nadelstiche zu setzen, die dann noch mehr tun, mehr wehtun als ja, manche Zweikämpfer. Auch weil wir da beide Nachbarn sind, macht es dieses Spiel sehr besonders. Aber Nordderby braucht keine Tabellenkonstellation. Nordderby ist ein Nordderby. Das ist Werder gegen HSV, ein Klassiker in der Bundesliga. Und ich denke, dass es ein ziemlich enger Kampf wird. Ja, man weiß ja, wie schnelllebig Fußball ist und dass einzelne kurze Einsätze oder Spiele vieles verändern können. Und das weiß ich auch. Ich bin natürlich nicht zufrieden mit der aktuellen Saison. Aber es gibt Gründe dafür, dass ich jetzt nicht so oft gespielt habe. Ne, die muss man immer bei sich selber suchen. Und wenn man dann natürlich so eine Plattform geboten bekommt, um sich wieder ins Rampenlicht zu spielen, dann muss man die mehr als dankend annehmen. Und deswegen brenne ich natürlich darauf, dass ja, ich am Ende den Weg aufs Spielformular finde und dann auch dementsprechend die Chance habe, natürlich auch wieder Bundesliga-Tor zu erzielen und dann auch in diesem höchst brisanten Spiel. Ja.